Also das ist jetzt diese spezielle Superdimension. Ja, sorry, dass ich mir das beim letzten Mal, als ich reingeguckt habe, nicht gemerkt habe. Ich hatte da was an den Augen. Ja. Was zum... Jetzt rennt er einfach schon los. Verdammt. Wo sind die denn? Hoffentlich machen die nur einen Spaziergang. Der Drehbuchautor wurde doch gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Na, Steven, haben Sie zufällig meinen Bruder und den Drehbuchautoren gesehen? Nein. Verdammt nochmal, die können doch nicht weg sein. Nicht so schnell. Ich bin angeschossen worden, verdammt. Ich bin kein D-Zug. Wir haben es ja gleich geschafft. Ein kleines Stück noch. Ja, ich denke, das erklärt, wie der Berg vors Haus gekommen ist. Ja, ich glaube, das ergibt Sinn. Und wie geht's jetzt weiter? Siehst du diese Insel da? Ja, da drauf springen. Hey! Und der hat gesagt, ich soll mich mal schonen. Suchen wir mal Peter, nicht? Gut, das klingt vernünftig. Nur habe ich eine Frage. Wie sollen wir ihn finden? Diese Welt ist riesig. Der könnte überall sein. Meinst du, hier ist gleich ein gigantischer Neonpfeil, der zeigt, hier ist Peter oder was? Ich glaube, das wäre mal ein guter Anfang. Ich hasse diese Zufälle. Die können doch nicht weg sein, verdammt. Sind sie aber. Und was machen wir jetzt? Also, ich könnte im Skript nachschauen, wo sie sind. Ja, das klingt sehr gut. Die sind da drin. Aber das ist doch völlig unmöglich. Ich habe die Tür doch abgeschlossen. Wie sollen die da reinkommen? Haben Sie noch mal kontrolliert, ob diese Tür abgeschlossen ist? Also ich meine, nachdem der Drehbuchautor angeschossen worden ist. Ja, toll. Das heißt jetzt, da laufen ein Irrer und zwei Verrückte rum. Steven,
Rüsten Sie sich aus, wir müssen da rein. Peter! Was machst du da? Ihr seid zu spät. Man muss das doch irgendwie stoppen können. Woher soll ich denn das wissen? Ich bin hier nicht der schwarze Magier. Ich dachte, du kennst dich damit aus. Wer hat das denn gesagt? Also, ich unterbreche euren Ehekrach wirklich nur ungern. Schnauze! Ich... Ich dachte, du hast einen Plan. Du wolltest doch hier so hastig reinstürzen. Ich dachte, du hast einen Plan. Hat dir dein Bruder überhaupt nichts gesagt? Der erzählt mir sowieso sehr wenig. Was seid ihr denn für Brüder? Schnauze jetzt, alle beide. Er zittert gefälligst vor dem allmächtigen Jürgen von Frobös. Du? Ja? Bei so einem Namen, da würde ich auch böse werden. Absolut. Mir scheint, ihr nehmt die Sache nicht ernst. Er zittert. Meister, ihr seid zurückgekehrt. Wartet, bevor ihr etwas tut. Ihr Name, er wird nicht mehr ernst genommen. Da sind wir wohl gerade rechtzeitig gekommen. Was? Wer seid ihr? Wer wir sind? Wir sind die Leute, die dich aufhalten. Habt gefälligst mehr Respekt vor Jürgen von Frobös. Jürgen von Frobös? Den habe ich die ganze Zeit bewacht. Der Name ist ja lächerlich. Ich fand den auch schon komisch. Absolut. Seht ihr, Meister, ihr Name. Er flößt ihnen keine Angst ein. Er belustigt sie. Was sollen wir jetzt tun? Ihr findet meinen Namen also lustig? Naja, lustig ist es jetzt nicht. Damit nimmt sie nur halt keiner ernst. Das ist lächerlich. Sowas wie Boris wäre nicht schlecht. Ihr findet meinen Namen also nicht angsteinflößend? Nicht wirklich. Ich verspüre jetzt nicht das Bedürfnis, mir in die Hosen zu scheißen. Absolut. Dann verabschiedet euch. Von wem? Voneinander. Nun hatte man uns getrennt. Wir, die wir zusammen ein unschlagbares Team bildeten. Wir, die, wenn der Wille da war, jedes noch so schweres Projekt hätten stemmen können. Getrennt. Auseinandergebracht von dem finstersten Magier, den die Welt je gesehen hat.
Doch hat sich diese einmal gefragt, ob uns diese Trennung wirklich schwächt? Wird es nicht so sein, dass ein jeder von uns lernen muss, mit der neuen Umgebung klarzukommen und die dortigen Gefahren zu bewältigen? Wir mögen dich zwar jetzt nicht aufhalten können, Jürgen, aber glaubst du wirklich, dass wir auf ewig getrennt sein werden? Wir werden uns irgendwann wiederfinden. Und dann nehmen wir es mit dir auf.